Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Yay! Okay, das hat jetzt wieder noch gefehlt, dieses Yay. Tantiemenbericht, Boulevard der Oh, es wird wieder weniger, das heißt, wir müssen uns mal wieder ransetzen und ein paar Bücher schreiben, dass uns das Geld von den Tantiemen nicht ausgeht. So, was steht heute an? Wir warten auf jeden Fall, bis die Kiddies von der Schule zurückkommen. Und dann haben wir einen Geburtstag. So, ich glaube, genau. Der Pascal? Hallo? Pascal? Nein, Jake. Ich verwechsel die beiden immer. Der Jake hat Geburtstag und ja, er wird ja natürlich hier heute in der Schule ein 1er Oberschüler. Und dementsprechend darf er heute altern. So, ich würde sagen, Niki, du bist ausgeschlafen. Komm mal raus aus deinem, aus deiner, wie soll man sagen? Pups. Höhle? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das trifft es schon ganz gut. Mache schon mal den Kuchen. Ich glaube, wir haben aber bestimmt noch 2 oder 3 davon im Kühlschrank, oder? Ich muss mal gucken. Eine weiße Torte, okay. Nur einen. Gut, dann machen wir das so. Niki macht jetzt einen Kuchen. Jetzt. Bitte steh auf, meine Gute. Und außerdem hat unsere kleine Lina auch Hunger. Habe ich gerade schon gesehen. Deswegen würde ich sagen, öffnen. Ach, wir haben ja schon offen. 4 übrig, 7, 2 übrig. Dann stelle ich mal die Burger raus, da kann die Kleine sich einen davon nehmen. So, ein Gericht nehmen. Ist, meine Gute, ist. Hunger und soweit sieht sie eigentlich ganz okay aus. Ich mache mal die Wände hoch, das sieht irgendwie voll blöd aus, wenn die Wände so halb unten sind. Okay, also wir feiern... Oh, wieso stinkst du? Ach, okay, weil Hygiene niedrig. Wer hätte das gedacht? Hackerangriff. Wir haben herausgefunden, dass Jake heute in den Schulcomputer eingedrungen ist. Oh mein Gott. Wir wissen nicht, was er vorhatte, aber wir konnten ihn stoppen, bevor er was anrichten konnte. Das ist eine ernste Sache und muss bestraft werden. Eine Warnung sollte ausreichen. Okay. Also hacken ja, aber nicht die eigenen Schulcomputer, bitte. Okay. ja. Okay. So. Wirkt sich das irgendwie auf die Schulleistungen aus? Nein, okay, sehr gut, das ist sehr schön, dass es das nicht tut. Niki, unsere Profiköchin, wie weit sind denn wir eigentlich? Wir sind ja wieder schwanger. Zweites Trimester in 3 Stunden. Oh mein Gott, das ist gerade mal das erste Trimester und sie hat schon so einen Bauch. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wer der Vater ist. Oh mein Gott, ich habe ja eine kleine Liste, wo ich mir alles genauestens aufschreibe. Musical. Die Musiklehrerin von Mia sucht einen Darsteller für das Musical. Sie sieht zu ihr hinüber und bemerkt dabei nicht, wie aufgeregt das Kind neben ihr ist und wie gerne es auf die Bühne gehen würde. Soll Mia die Chance ergreifen und das andere Kind schicken? Ach los, wir haben bestimmt noch mal die Gelegenheit. Okay, Mia stupst das Kind neben ihr an. Und das Kind geht auf die Bühne. Weiter kann ich leider nicht lesen. Testtag. Soll Jake für einen schwierigen Test lernen oder für 2 Tests? Wir lernen für beide. Okay, Mia stupst das Kind neben ihr an. Und das Kind geht auf die Bühne. Der arme Junge bekommt einen Zimbel in die Hände gedrückt und soll improvisieren. Das Ergebnis ist ein lautes Krachen und Scheppern, das dem Jungen noch ja... Oh nein, ernsthaft? So, und Jake hat eine Leistungsverbesserung bekommen. Das ist doch mal sehr schön. So, ach, mach mal hier Musik. Einschalten ist ja langweilig. Einschalten machen wir natürlich Twin Pop. Und es kommt natürlich wieder direkt das coole Lied. So. Ist mal bitte schneller, meine Gute. Max hat auch Hunger. Oh mein Gott, Max ist sehr hungrig. Max, na dann komm mal bitte her. Und wo bist denn du? Ein Stück nehmen. Ach ja, du kommst gerade aus dem Bett gekrabbelt. Alles ist klar. Wer hat schon wieder das Puppenhaus kaputt gemacht? Ich glaub's ja nicht. So. Okay, hier ist Action. Nein! Ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich einmal wieder nicht aufgepasst. Ach, ich habe übel die Probleme mit diesem kleinen verdammten Kuchen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jedes Mal, ich hoffe, da sind Kerzen drauf.
Sehr schön. Oh Gott. Gott sei Dank, die weiße Torte hatte Kerzen. So, das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht nochmal hinstellen und einen backen. So, Niki, ich hoffe, du gehst jetzt mal duschen. Geh mal duschen. Und dann würde ich sagen, warten wir einfach auf die anderen, bis die dann kommen. Du brauchst ein Bad. Guck mal, du kannst den guten Markus mal um ein Bad bitten. Nee! Du stinkerst. Okay, nee, dann mach du das. Ihr stinkert beide. Oh nein, okay. Mit Fremden freundlich. Auf Wiedersehen. Aktion gemein. Mit Fremden reden. Hey, wieso kann sie ihn nicht um ein Bad bitten? Manchmal geht das sogar. Ah, okay. Du kannst das. Hilfe. Ein Bad. Und dann würde ich sagen, die Niki, die kümmert sich um die kleine Lina. Und dann gibt sie ihr das Bad. Okay, Kinderbetreuung. Baden. Machen wir mal nur baden. Okay, wo ist denn der andere Teller hin? Hier waren doch noch... Hier muss doch noch irgendwo ein Teller abgeblieben sein. Bin ich blind oder was? Na gut, der wird schon wieder auftauchen. So, hallo. Kannst du dich mal bitte um dein Kind kümmern? Das wäre verdammt nochmal sehr freundlich. So, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Okay. Hilfe. Ach nee, das ist noch in der Warteliste. Aha. Okay. Sehr schön auf jeden Fall, dass ihr mal das macht, was ich euch sage. 13.40 Uhr, das heißt nicht mehr so lange und die anderen kommen. Und dann gibt es hoffentlich den Aufstieg zum 1er Oberschüler und dann können wir Geburtstag feiern. Hehe, ich freue mich schon drauf. So, sonst noch alles flott. Ich glaube, Niki hatte noch Zeug im Inventar, das können wir verkaufen. Da gucken wir gleich mal nach. So, genau, wir haben noch die Erdbeeren. Wir haben die, oh Gott, was ist das? Pitayas, oder? Drachenfrüchte. Dann haben wir noch die Weintrauben und die Beeren. Und oh mein Gott, das bringt so viel Geld. Und schon hätten wir wieder 63.000 Simoleons. Das heißt, ich muss echt mal das Haus umbauen. Wisst ihr was? Ich werde mir das Haus heute in die Galerie ziehen. Heute Nachmittag habe ich, glaube ich, Zeit dazu. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, wie süß, wie sie tanzt. Voll niedlich. So, du hast natürlich immer noch kein Bad. Das ist nicht schön. Papa. Bad. Kannst du jetzt bitte mal den guten Markus... Oh mein Gott, das ist... Mir fällt gerade auf, das ist jetzt ein anderer Spielstand, aber der Markus ist ja auch von unserer Ember der erste Freund. Okay. Gibt es jetzt endlich mal ein Bad? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Oder? Dankeschön. Ernsthaft. So, Niki, du kannst dann auf jeden Fall nochmal anfangen, ein Buch zu schreiben. Comedy, Web-Programm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Ich glaube, das hört man. Mist. Weiterschreiben. Fluch der Karibik. Gute Noten. Yay. Das heißt, die Kids sind von der Schule zurück. Und der Jake, der kann... Was machst du da? Ach so, spielen. Der Jake, der kann direkt erstmal die Kerzen auspusten. Und dann geht es ab in die Stadt. Und wir versuchen, für den Jake eine Freundin zu finden. So, passt. 1er Oberschüler, dann kannst du bitte mal die Kerzen auspusten. Die Kerzen auspusten, die gar nicht brennen. Okay, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Okay, bevor wir in die Stadt gehen, sollten wir definitiv duschen gehen, weil so will ihn keine Frau. Ernsthaft jetzt. So wird das nix mit den Mädels. So, Jake ist älter geworden. Leitwolf. Aufgeschlossen, selbstsicher, gesellig und vielleicht hoffnungslos romantisch. Oder ein Bro. Na, machen wir ein Bro. Okay, so, sehr schön. Das heißt, ja, geh duschen. Erstmal wieder Kerzen drauf machen.
bevor du ein Stück nimmst, bitte schön. Das wäre sehr freundlich. Dann noch ein bisschen duschen. Und dann... Oh, süß, ist das niedlich. Das ist so süß. Okay. Und dann warten wir mal, bis er fertig ist und dann geht's in die Stadt. Wir könnten ja rein theoretisch die Niki auch mitnehmen. Die könnte ja mal so ein bisschen schauen, wo sie den nächsten Mann findet. Und ja, denn wir brauchen ja natürlich immer wieder neue Väter. Und in der Stadt treffen wir viele Menschen, viele Leute. Und das passt doch dann echt. Warte mal. Zweier Oberschüler und du kannst mal bitte, mach mal irgendwas. Kochen, Fitness, Schelm, ich weiß nicht. Was kannst du denn noch lernen? Charisma. Wir lassen dich einfach mal quatschen üben, damit du auch mal diese drei Level von einer Fähigkeit erreichst, dass du auch ein Oberschüler werden kannst. Und dann kümmern wir uns natürlich um dich, mein Guter, damit du... Jawohl! Max! Damit du dann auch Geburtstag feiern darfst. Kannst. So, okay, glücklich. Auf geht's! Auf geht's. Ab nach Maishuno. Wir gehen. Künstlerviertel. Honeypop, Karaoke Bar. Gehen wir mal in die Karaoke Bar hier. Wir nehmen mit natürlich die Niki. Das ist natürlich wieder super. Wir gehen als Sohn in eine Karaoke-Bar, um Mädels aufzureißen und nehmen dazu unsere Mutti mit. Nicht schlecht, oder? Das ist total wie hier im Fernsehen. Ist das Schwiegertochter gesucht oder sowas? Die Beate, die hat ja auch immer ihre Mutti mitgehabt zu den ganzen Dates. Super. Einfach nur klasse. Okay, Honeypop. Karaoke Bar. Ihm ist langweilig. Okay, das heißt dann... Sing mal bitte. Nein, es ist besetzt. Was könnten wir hier machen, was gegen die Langeweile hilft? Nichts. Hier ist einfach nur eine Karaoke-Maschine in diesem großen Gebäude. Wer bist du? Du bist Juliette Schneider. Können wir mit dir reden? Nee, warte mal. Wir oh, hier voll die... Voll die Proteste hier. Du bist doch hübsch. Luna Villarreal. Okay, freundlich. Nein, ich will sie kennenlernen und nicht spenden. Meine Güte. Ist hier sonst noch irgendein Mädel? Lilith ist da. Freundlich, ich will nicht spenden. Können wir sie kennenlernen? Ja, wir können sie kennenlernen. Dann hätten wir ein Vampir als Frau. Wir können einfach auch warten, bis sie aufhört zu protestieren. Und wer bist du? Du bist auch eine Dame. Alexa Winter. Okay. Zusammen zusehen. Nee, das ist auch blöd. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, dann müssen wir wohl oder übel. Dann müssen wir... Ah, jetzt. Luna. Freundlich vorstellen. Jetzt hat sie aufgehört. Sehr schön. Freundlich vorstellen, wir können ja mal ein paar Witze reißen, damit wir vielleicht unseren Spaßbalken ein wenig hochkriegen. Und dann geht das, ich weiß es gar nicht, jemanden parodieren. Geht dann der Spaß hoch? Auf jeden Fall, die beiden verstehen sich, das finde ich schon mal sehr gut. Freundlich, Fotos teilen. Also, wir machen jetzt erstmal den Schüssellift. Wir machen jetzt erstmal den grünen Balken voll. Junge, aber oh Gott, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Sachlich echt kurz, ist das jetzt noch ein Teenager oder war sie schon eine Erwachsene? Aber wir haben Glück, sie ist schon eine Erwachsene. Unglaubliche Geschichte erzählen. Yay. Sie ist arbeitslos. Na super. Und Muskeln zeigen, das beeindruckt die Frauen hoffentlich. Tratschen. Und fesselnde Geschichte erzählen. Und dann hoffe ich mal, dass wir die Luna zu unserer Freundin machen. Haben wir noch Platz? 2, 4, 6. Jawohl. Platz ist noch. Hallo, Luna! Bleib doch. Luna. Lustig.
Freundlich. Wir machen mal ganz fix die Leiste hier voll. Bitten abzuhängen. Jawohl. So also machen wir das. Komm, schnell. Beeil dich. Warte. Wo ist denn Niki Jetzt überhaupt? wird's. Jetzt, sag du. Wir brauchen immer noch Männer, die. Warte mal. Ach, du bist Bjergsen. Okay, Sophia, glaube ich. Wir brauchen nämlich immer noch. Wer bist du? Okay, keine Ahnung. Geh weiter. Wo sind die ganzen Leute hin, die hier gerade eben noch waren? Ah, okay, die sitzen aber. Wer hätte das gedacht? Sergio Romeo. Bezaubernd vorstellen. Und Gavin Richards, okay. Irgendwie sagt mir der Name was. Ich weiß nicht. Aber wir gucken zu Jake, denn wir müssen ja mit dem Jake heute hier die Luna beeindrucken. Freundlich. Ich hoffe, die will mit uns abhängen. Bekincha. Wamba boy. Voll niedlich irgendwie. Ich mag die Luna. Okay, ich werde einen Moment bleiben. Sehr schön. Freundlich. Dramatische Geschichte erzählen. Machen wir noch mal ein bisschen lustig und so. Lustig. Ich will jetzt noch nicht flirten. Also ich würde schon gern flirten. Aber ich habe Angst, dass wir einfach wieder zu schnell sind. Umarmen. Akira, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön, Akira. Dramatische Geschichte erzählen. Freundlich. Was gibt's noch so? Tratschen. Oh mein Gott, wir machen immer dasselbe, glaube ich. Nach Tagfragen. Jawohl, nach Tagfragen haben wir noch nicht gemacht. Über Feierlichkeiten reden. Seit wann gibt's denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Über Interessen reden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ihre Interessen erstmal kennenzulernen. Unglaubliche Geschichte, das hatten wir schon, fesselnde Geschichte. Ach, machen wir einfach nochmal die fesselnde Geschichte und erzählen nochmal ein paar Witze. Und ich glaube, dann dürfte das in Ordnung sein. Warte mal. Clara! Ob ich rüberkomme? Ah, Clara, wir haben gerade keine Zeit. Warte mal, wer bist denn du? Ishan. Okay, nee, das, den haben wir schon als Schwiegersohn. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir machen mal ein bisschen schneller und ich würde sagen... Oh, sie ist romantisch. Kindisch und romantisch. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mal an zu flirten. Ich glaube, jetzt sind wir weit genug bei diesem Balken. Karaoke-Wettbewerb. Okay, wir haben leider keinen Sim dabei, der singen kann. Von daher, wir lassen es lieber. Okay. So. Mutiger Anmachspruch. Obwohl, warte mal, Niki... Ist klar! Niki versucht sich. Ich höre nur nix. Text vergessen oder was? Voll der Bug. Okay, ist vielleicht doch besser, dass man nichts hört. Sehr schön. Die flirten direkt erstmal, was das Zeug hält, so wie es aussieht. Romantik. Nummern austauschen und Romantik. Ich weiß, dass du Hunger hast. Wir müssen uns jetzt aber erstmal an die Luna ranmachen. Hä? Was war jetzt? Anmachspruch, okay. Wie jetzt? Wer bist du? Shingo Nakamura. Ah, was? Nakamura? Jake hat erfahren, dass sie Single ist. Also kann dieser Typ hier auf jeden Fall schon mal nicht ihr Freund sein. Denn wir wollen ja natürlich von der Luna der Freund werden. Romantik. Kompliment über... Oh, wieso haben wir jetzt weniger Optionen zur Auswahl? Was denn jetzt? Nein! Hört auf! Hört auf. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Dann werden wir uns die Luna schnappen. Und... Ah, geh erstmal was essen. Du hast total den Hunger. Gibt es Kugelfisch, Nigiri? Ich glaube nicht. Warte mal, da liegt unten ein Oh! Ein großer Fisch drin. Essen bestellen. Kugelfisch Nigiri. Ja. Geh Kugelfisch Nigiri. Ja, Niki auch. Warte mal. Niki auch. Essen bestellen. Kugelfisch Nigiri. So, und dann hätte ich ja mal voll Lust, irgendwie jemanden damit versuchen umzubringen. Aber bei der Baby Challenge haben wir da niemanden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass bei dieser Karaoke-Bar hier dieses Kugelfisch-Nigiri verkauft wird. Das ist echt interessant. Das müssen wir uns für die schwarze Witwe merken. Auf dem Romantik-Festival gibt es das, glaube ich, auch. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Oh, du bist auch cool, Penny. Und ja, bis dahin, tschüss.